Jetzt fertig? Achso, sehr gut. Munitionskiste. Oh, wir hatten schon eine. Hm, wir haben mal zwei. Achso, man kann keine Kleine bauen. Ne? Gefällt mir ja nicht. Ja, momentan ist relativ vollgestellt, ne? Also so hübsch sieht anders aus in der Basis. Das hat echt momentan eher noch praktisch. Ja, bau doch ein. Schotter ist da drauf. Ja. Ich habe jetzt 700 Schuss für die Gatlings. Mhm. Das klingt gut. Ja, ich denke auch, ne? Da müssen wir schon mal ein bisschen mit kommen. Ja. Man hört dich Segen da draußen. Mhm. Hör auf, Rustsegen. Irgendwas muss ich ja machen. Aber wie diese Schibritte. Ja. Was haben wir denn hier? Das hier. Das ist doch Mini-Geschütz, hä? Was denn? Das ist bald so groß wie die halbe Basis. Oh, sehe ich nicht mehr. Ja. Relativ riesig, ne? Oh, die brauchen auch lange im Wachstum, ne? Die Arcs. Ist ja krass. Heftig, ne? Warum auch permanent? So, ich lasse jetzt. Ach, es ist zwei hier gebaut. Zwei Geschütze. Mhm, ja, genau. Auf jeder Seite so ein bisschen diagonal versetzt, dass sie so den größtmöglichen Bereich halt abdecken. Schon die morgen drauf. Das hätte jetzt hier nicht ganz gepasst, weil es halbe Blöcke sind oben drauf. Aber ich lasse jetzt gerade mal so Teile bauen. Für ein kleines Raumschiff. Mhm. Dass wir dann halt auch mal vorankommen. So, also insgesamt haben wir 1000 Schuss zur Verfügung. Warum habe ich die jetzt nicht ins... Lassen sie doch. Sollte hoffentlich alle abbilden. Das ist halt echt, vom Planeten haben wir noch gar nicht so viel erkundet bisher, ne? Dass wir uns nicht so großartig bewegen können. Naja, du hast schon einiges erkundet, ne? So gar nichts würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dritte hast du schon. Das ist ein ganz, ganz kleines Ding, was wir hier haben. Nee, also wenn ich den Planeten offen, also wenn ich hier drauf rumscrolle, das ist echt wenig, was wir da bisher erst haben. Echt ganz schön groß. Aber na gut, okay. Wir haben ja auch Zeit. Wir brauchen halt erstmal wirklich was, womit wir nicht mehr die ganze Zeit der Witterung ausgesetzt sind, ne? Ja, aber das wird eine ganze Weile dauern. Du kannst nur erstmal deine Quest fertig machen, gucken. Nö, also hier mit diesem Raumschiff zum Beispiel, damit haben wir es ja geschafft. Damit können wir ganz peasy erkunden und keine Gedanken machen, ne? Das jetzt hier. Ja, erstmal brauchen wir mehr Beete. Beete und Pflanzen und noch mehr Pflanzen. Nur die 5 reichen nicht. Huch.
Dafür kannst du die nicht oft genug looten. Das heißt, auch Basis müssen wir auch wesentlich weiter erweitern. Also Proteine müssen wir ja genug da haben. Ich habe jetzt nicht weiter gebaut. Ja, ich habe 3 Pflanzen habe ich noch hier. 3 Setzlinge. Mhm. Die habe ich gemacht. Ja, musst du gucken, ob man dann noch die Beete... Oh, da müsste das Zeug eigentlich auch da sein. Ist ja nur Kies, ne? Also Beton und... Nährlösung. Genau, die Nährlösung. Aber dafür haben wir ja genug da. Da war über 130 von diesen verdorbenen Lebensmitteln. Ja, das ist das Gute, ne? Haben wir einiges. Ich mich nur gerade... Und Sprit muss ich mal reinpacken. Ja, oh, er ist auch dabei. Ja, er produziert noch. Endlich. Ein Starterblock. Nee. Nicht. Also wenn es so weitergeht, haben wir alle Teile zusammen. Dann könnten wir auch fliegen. Yay! Treibstofftank ist voll. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ach, wir haben gerade wieder Nacht. Aha. Dann kann ich ja mal wieder ein paar Punkte verteilen. Hast du so viel noch übrig? Nö. Naja, im Moment 96, aber... Hängt auch am Level. Alles kannst du sowieso im Moment nicht machen. Ja. Hattest du Basis alles soweit? Ansonsten mache ich noch Basis erstmal weiter und du machst kleines Raumschiff? Also bei Basis habe ich jetzt... Warte, ich guck mal. Ja, so vereinzelt manche Sachen habe ich. Also das ist das Wichtigste erstmal halt. Ne? Ja, Schwerkraft brauchst du nicht. Offline-Schutz brauchst du nicht. Richtig. CPU-Erweiterung, weiß ich gar nicht, was es ist. Ja, es ist irgendwie, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, dass du mehr Sachen bauen kannst. Also du kannst nur eine bestimmte, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine bestimmte Anzahl an eine Basis bauen. Und das erweitert das halt. Aber müsste ich auch nochmal nachgucken. War das jetzt so? Und das ist doch schon mal nicht schlecht. Beim letzten Mal verstanden. Ja. Damit kannst du keine Riesenbasen einfach so aus dem Null bauen. Weil jetzt zum Beispiel benutzen wir 42 von 80 der CPU. Ja, dann wird das genauso sein, ja. Ja, finde ich auch gar nicht so schlecht. Das ist ja ein bisschen wie bei bei Space Engineers hast du das ja auch. Stelle ich halt bloß immer aus, aber normalerweise kannst du ja auch einstellen, dass eine Struktur halt nur aus so und so viel Sachen bestehen kann, ne? Ich hatte es bei mir unabsichtlich eingeschaltet. Weil ich das andere Szenario gemacht habe. Last Man Standing, weißt du? Da hast du ja auch voreingestellt. Ja. Da kannst du es gar nicht ausschalten. Okay. Okay. Wurde zu dieser Basis in der Umlaufbahn vom erdähnlichen Planeten musst, die reparieren musst. Und dann kommen halt immer diese Drohnenangriffe. Und so habe ich als Laie angefangen zu spielen. Weil ich dachte, das ist der originale Start. Ach so, diese Szenario-Mission oder was war das?
Naja, das war so der einzige Start, wo ich einen erdähnlichen Planeten gefunden hatte. Und es ist halt ein Szenario. Ah, okay. Der Hauptgrund dort ist einfach nur überleben, solange wie du kannst. So viele Drohnenangriffe abwehren, wie geht. Ich habe damals, als die Szenarios rauskamen oder Szenarien erschienen sind, als sie das ins Spiel mit reingebracht haben, habe ich damals ganz, da gab es ja eins, das war irgendwie mit so einer Mine, wo Drohnen dann waren. Ich kurz angeguckt, aber dann war so, ja, nein. Das ist genau dasselbe wie in dem Intro, also in dieser, wo dir das Spiel direkt nahegebracht wird. Da fängst du ja auch dort genau in dieser Station an, im All. Und musst die ja wieder reparieren und da kommen auch genau diese Drohnenangriffe. Aber bei diesem Szenario, was ich dort gewählt habe, fängst du unten auf dem Planeten an, kommst dann dort hoch und musst dann dort oben reparieren und dann so lange verteidigen, wie es geht. Und da gibt es ja auch Erfolge für so und so viele Wellen abgefangen und so weiter. So, Schieberit ist full. Sehr schön. Was braucht man noch? Hast du noch Magnesium da? Da fragst mich jetzt was. Na, in dem kleinen Konstruktor können wir ja auch noch Munition bauen, ne? Dass wir wenigstens noch ein bisschen Gewehrmunition haben. Gucken wir noch mal Eisen. Nee, es sieht nicht danach aus. Ich lasse mal nachher verbinden, bitte. Nee, wir haben auch kein Kupfer da. Der baut schon das Kupfererz aus dem Schotter. Ich brauche mal 60 Schuss. Da doch 9 Magnesiumerz Ui. haben wir. Braucht er die dafür überhaupt? Nee, Stahlplatten, Kupferbohren, Nitrocellulose. Oh, Nitrocellulose. Ich hole mal von draußen 40 Stämme rein. Dass wir da auch noch immer ein bisschen was drin haben, was dafür Munition bauen. Ist ja schon wieder hell draußen. Ja, gerade. Hundert Stämme sind noch draußen. Die werden noch Munition. Ach, Steuerblätter, sowas haben wir ja auch nicht an Master. Ah, ich habe Imperium noch nie so armselig gespielt. Das Also jetzt nicht falsch verstehen. ist halt echt krass, wie wenig Ressourcen wir noch haben. Ne? Normalerweise hast du ja hier schon längst irgendwie Ein ein, Bohrer zwei und bist mit der Erze Bohrdrohne gefunden. los und dann. Richtig. Aber jetzt so. Ja, brauchen wir was anderes. Okay, also wir haben noch genug Ressourcen, um den Starterblock zu bauen. Alles andere habe ich jetzt schon gebaut. Starterblock ist das Einzige, was wir noch brauchen für das kleine Raumschiff. Ich habe auch schon einen Passagiersitz für dich. Noch der nicht schon drinne in irgendeiner Kiste? Ja, ich hatte den gebaut, deshalb war er schon. Aber den hatten wir noch nicht vorher. No. Holz. Ja, ich dachte, ich habe gerade als ich raus bin, diesen Starterblock gesehen vom kleinen Raumschiff. Ja, ist vom Hoover-Wessel. Ich hatte mich aus Versehen. Ach, Hoover, alles klar. Ne, warte,